Mit dem TFC wollen wir euch ein. Mit dem Telegram für Clara wollen wir euch dieses Jahr monatlich über die aktuellsten. Mit dem Telegram für Clara wollen wir euch dieses Jahr. Grinsen nicht? Ja! Noch ein letztes Mal, Flo. Mit dem Telegram für Clara wollen wir euch dieses Jahr monatlich über die neuen Ereignisse an unserer Schule informieren. Auf unserer Homepage csg-films.de könnt ihr uns Themenvorschläge und Fragen an Herr Rohrer schicken. Zusätzlich zu unserer Webseite sind wir jetzt auch auf Facebook vertreten, also wenn ihr immer unsere neuesten Videos bekommen wollt, werdet Fan. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie und euch recht herzlich willkommen heißen zum neuen Schuljahr am Clara-Schumann-Gymnasium. Ein ereignisreiches Schuljahr liegt zurück. Im letzten Schuljahr feierten wir mit zahlreichen Veranstaltungen, Konzerten, Informationsveranstaltungen, Vorträgen unser 100-jähriges Jubiläum. Was erwartet uns nun in diesem Schuljahr? Ihr habt alle mitbekommen, dass etliche bauliche Veränderungen auf unserem Schulgelände vollzogen wurden. So haben wir den Schulhof im vorderen Bereich neu gestaltet, es sind Fahrradparkplätze entstanden, ein Teil des Schulhofs wurde geteert, um dort auch zukünftig Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Und insbesondere der Neubau der Klassenzimmer und eines Computerraums hält uns auch in den nächsten Monaten noch weiterhin auf Trab. Wir rechnen damit, dass bis zum neuen Schuljahr 2013/14 dieser Neubau bezogen werden kann und dass wir dann über weit mehr Räumlichkeiten verfügen werden. In diesem Schuljahr befinden sich mit 490 Schülerinnen und Schülern so viele Schülerinnen und Schüler an unserer Schule wie nie zuvor. Das Clara-Schumann-Gymnasium platzt sozusagen aus allen Nähten. 42 Schülerinnen und Schüler befinden sich im Internat. Das heißt, das Internat ist auch bis auf den letzten Platz gefüllt. Dies hat natürlich Auswirkungen auf unseren Schulalltag. Zum einen verspüren wir an der einen oder anderen Stelle Raumnot und das erleben wir tagtäglich im Schulbetrieb. Zum anderen merken wir aber auch in der Küche, im Verpflegungsbereich, dass wir hier entsprechend reagieren müssen. So wird es ab diesem Schuljahr nach Bedarf ein zusätzliches Verpflegungsangebot, insbesondere am Montag und Dienstag in der Woche geben, um euch bestmöglich mit gutem Essen aus eigener Küche zu versorgen. In diesem Schuljahr wird es erstmalig eine sogenannte Blockwoche geben, die vor den Herbstferien stattfinden wird. In dieser Woche finden mehrtägige Veranstaltungen zeitgleich in unterschiedlichen Klassen statt. Zum Beispiel die Studienfahrten in der Jahrgangsstufe 2, das Landschulheim in Klasse 6a und 7bc, das Sozialpraktikum in den 9. Klassen und nicht zuletzt auch das Berufspraktikum in den 10. und 11. Klassen. Wir versuchen mit dieser Zusammenlegung diverser Veranstaltungen und mehrtägiger Veranstaltungen das Schuljahr insgesamt ruhiger zu gestalten. Was erwartet euch aber zusätzlich noch in diesem Schuljahr? Natürlich wird es wie in jedem Schuljahr Konzertveranstaltungen geben, es wird Informationsveranstaltungen geben zu diversen schulischen Angelegenheiten. Es wird aber auch einen großen China-Austausch, wie jetzt bereits zum 4. Mal geben, mit unserer Partnerschule in Ningbo, ganz in der Nähe von Shanghai. Dazu habt ihr heute Informationen erhalten. Die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse bis einschließlich Jahrgangsstufe 1 sind herzlich eingeladen, an diesem Austausch nach China teilzunehmen. Im Zusammenhang mit den CSG-Veranstaltungen möchte ich euch hinweisen auf den Terminkalender auf der Homepage. Der ist sicherlich immer am aktuellsten und hält Sie und euch auf dem Laufenden, was tatsächlich bei uns hier an der Schule stattfindet. Einen wichtigen Baustein bildet auch die Projektwoche zum Abschluss eines Schuljahres. Diese haben wir in den vergangenen Schuljahren liebgewonnen und auch dieses Schuljahr soll wiederum mit einer Projektwoche beschlossen werden. Nähere Informationen zu dieser Projektwoche erhaltet ihr zu einem späteren Zeitpunkt hier im Clara Telegram.
Annika von Lehmann. Ich wohne in Förstetten seit November letzten Jahres und davor habe ich an einer Schule in Waldshut-Tingen gearbeitet. Ja, und jetzt bin ich hier in Lahr und freue mich sehr darüber, dass es geklappt hat mit meiner Versetzung. Ja. Meine Fächer sind Biologie und Chemie und zusätzlich unterrichte ich noch NWT und Naturphänomene. Okay, ich habe Biologie und Chemie in Freiburg studiert, hatte diese Fächer auch schon als Leistungskurse und hatte immer viel Spaß daran und auch Spaß daran, Leuten was beizubringen, jungen Leuten was beizubringen. Und insofern bin ich in diesen Lehrerberuf reingerutscht und habe auch viel Spaß dabei. In meiner Freizeit mache ich relativ viel Sport. Ich gehe gerne schwimmen oder joggen. Momentan vielleicht nicht unbedingt so, weil ich ja in anderen Umständen bin. Aber ja, das mache ich nochmal ganz gern. Momentan ist es eher spazieren gehen. Ja. Meine Eltern bzw. meine Familie wohnt zum größten Teil in Schopfheim bei Lörrach. Mein Bruder wohnt mittlerweile in Freiburg und meine Schwester, ja, die wohnt in der Nähe von Lörrach. Insofern habe ich die Familie direkt um mich rum. Und ja, da habe ich sehr viel Freude dabei, dass die alle sehr in der Nähe sind. Wir sehen uns auch relativ häufig und insofern habe ich dann ja auch Babysitter in meiner näheren Umgebung, wenn es dann jetzt ansteht mit dem Kind. Ich heiße Cornelia Stark, bin 35 Jahre alt und komme aus Emmendingen. Ich unterrichte die Fächer Biologie, Sport, Naturphänomene und NWT. Ich wollte Lehrerin werden, weil ich die Arbeit mit Kindern total mag. Das habe ich schon im Sportverein gelernt. Weil es mir Freude macht, jungen Menschen meine Fächer beizubringen. Biologie ist einfach total spannend und wenn ich da andere begeistern kann, macht es mir großen Spaß. Ich habe früher Kunstturnen gemacht in meiner Freizeit, ziemlich intensiv, da blieb nicht so viel Zeit für anderes. Jetzt bin ich zu alt dafür, habe mir einen neuen Sport gesucht, Ausdauer oder ein Fitnessstudio und habe das Geocaching für mich entdeckt als neues Hobby. Außerdem bin ich grundsätzlich an der Natur interessiert und sehr viel draußen. Ich bin nicht den direkten Weg zum Lehrerberuf gegangen. Ich habe mich sehr, sehr viel im Ausland rumgetrieben. Das Studium habe ich auch ziemlich in die Länge gezogen, weil ich sehr, sehr viel noch drumherum mitnehmen wollte. Meine interessantesten Auslandsaufenthalte waren ein Jahr im Dschungel in Indonesien und ein Jahr in Afghanistan. Außerdem war ich noch Backpacken in Südamerika und in Asien. Und da habe ich, glaube ich, am meisten für mein Leben gelernt. Das kann ich nur jedem Schüler empfehlen. Weg von Massentourismus, raus wirklich in die fernen Länder. Mein Name ist Sarah Friedrich und ich komme aus Teningen. Am Lehrerberuf interessiert mich der Umgang mit vielen verschiedenen Menschen, insbesondere mit Kindern und Jugendlichen und auch daran, vielleicht ein bisschen was von meinen Fächern zu vermitteln und Freude daran zu wecken. Meine Fächer sind Mathe, Erdkunde, ITG und Naturwissenschaft und Technik. Wobei ich dieses Jahr keine Naturwissenschaft und Technik unterrichte. In meiner Freizeit beschäftige ich mich hauptsächlich momentan gerade mit meiner kleinen Tochter. Ansonsten tanze ich viel und lese gerne. Meine Tochter heißt Mariella und sie ist 14 Monate alt. Also und ich habe eben ein Jahr pausiert und war in der Zeit zu Hause, weil eben meine Tochter geboren wurde. Ich bin zum Leidwesen der Schüler meistens pünktlich im Unterricht. Die DVD ist fertig geschnitten und wird zurzeit gepresst. Seht selbst! Sobald ihr in der Schule sitzt und dieses Lied hört, könnt ihr ins Foyer laufen und euch die DVD kaufen.
Ich wünsche mir so sehr, sie zu sehen, wenn ich doch nur frei wäre, würde ich gehen. Sie soll stark sein, mich leiten. €20, weil wir alles von Hand geschnitten haben, die Farben verbessert haben und auch den Ton verändert haben. €20, weil es eine Double-DVD ist. Und €20, weil sie professionell gepresst wurde. €10, weil ihr es seid.